Herzlich willkommen zum 12. Teil der der Villages and Heroes Saga. Und ich bin in der salzigen Höhlen stehen geblieben, weil das letzte Video schon so lange gedauert hat. Und ich schreite jetzt fort, ich muss eine von den Wurzeln noch da töten und dann sollten wir einen Trank oder ähnliches bekommen, dass wir gegen die Hexe antreten können. Was ich eigentlich gar nicht will. Ich will ja nur die Lösung des Rätsels haben, aber vielleicht kann mir die Hexe da weiterhelfen. Achso, der hat jetzt nichts gedroppt. Bitter, bitter. Aber jetzt. Liebe Cassandra, was auch immer you du have bist. Returned. Habe alle Vorräte. Ja, das sind besonders gut, sie sind voll. You have returned. Okay. Auch noch den letzten Tropfen Trink. Gut gemacht. Level up. Kein Zutritt, solange du nichts ausgetrunken hast. Was nun? Zuerst stelle ich die Tinktur her. Okay. Dann trinkst du sie und wenn du sie getrunken hast, wird dich das von ihrer Dunkelmagie schützen. Ja, das hast du eh schon gesagt. Triff mich am himmlischen Tod, nachdem du es getrunken hast. Gut, kenn mich aus. Level up, Natur ist meins. Was haben wir da Schönes bekommen? Okay, Lederwams ist nicht wirklich besser. Es ist aber besser, weil es hat mehr Sockel zur Auswahl. Er wird gleich sehen, was ich meine. Kann dann nämlich endlich drei Sachen haben. Schauen wir kurz. Fünf. Eins. Zwei. Okay. Und das wird jetzt auch verbessert, die Schlange. Super. Moment, haben wir eh alles richtig? Ja genau, aber die Stärke will man trotzdem für unseren haben. Perfekt. So. Dann würde ich sagen, lauf mal zu Cassandra. The boat is just... Bin ich woanders in den salzigen Grotten? Okay. Grubella. Ist das die Hexe? Schaut nicht gefährlich aus. I can't see, but I can hear. Aha, okay. Okay, sie kann nichts machen gegen mich anscheinend. Ah, das war eine Sirene, die Cassandra. Okay, sie will mir sagen, was ich wissen will. Du hast meine Augen, natürlich. Ich möchte außerdem alles über Donalda wissen. Okay, die kann man jetzt alles sehen. Okay, die Donalda wollte alles Mögliche, Reichtum, Schönheit und so weiter. Und ich glaube, sie hat dir geholfen. Okay, anscheinend von dem Oberbösewicht Malok hat irgendwie einen halben Kelch gehabt. Der scheint zu helfen oder so. Verstehe ich jetzt noch nicht ganz. Okay, und sie hat dann den Kelch gestohlen, meine Augen weggeworfen. Okay, also im Grunde hat sie sie betrogen. Jetzt kenne ich mich aus. Die Donalda. Und wo ist sie jetzt? Aha, okay. Sie hat die Macht dadurch, sich in jeden zu verwandeln. Sie hat einmal sogar den Grünhafen Hofbeamten nachgemacht. Okay, krass. Ja. Das könnte also jeder sein. Okay, sie wird raus. My eyes du schon wieder. Okay,
habe aber das bekommen, was ich wollte. Und muss jetzt kehrt zu Pepe in die Sommersenke zurück. Gut, das können wir machen, aber vorher geben wir noch alles ab. Wir wollen ja noch ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln. Und nicht alle Monster triggern, wenn möglich. Ich glaube, die Goblin-Geweste. Müssen wir fast, naja, auslassen. Wie viele Goblins muss man da töten? Have you halted the peril, champion? You are here with bad news, aren't you? So, wo ist diese 8 Höhlengoblins in den Goldentunneln, den salzigen Höhlen? Verdammt, das hätte ich gleich machen sollen. Da kommt die Sammelsucht in mir durch. Das geht einfach nicht so. Muss die Quest erledigen. Ganz schnell mache ich das. Ach, Goblins. Bin noch stärker als vor, weiß ich nicht, 30 Minuten. Das sind Skelett. Warum tue ich mir die Quest nicht einfach aktivieren? Aber ich brauche eh nur mehr eine. Dann haben wir es geschafft. Wo ist er? Der eine. Perfekt. So, zurück. Quest abgeben, Erfahrungspunkte sammeln und dann zurück zu Pippe. Zu der guten alten Pippe. Die von uns das salzige Wasser, oder was? Die salzigen Schriftrollen, genau. Alles erledigt, kein Problem. So, Sommersenke. Auf zu Pepe, auf zum Atem. Ah, jetzt kann ich diese Quest auch abschließen. Sehr gut. Ist denn so vor, da ist das irgendwie so komischer, dunkler Schatten da jetzt über Dings hereingezogen, so man senke. Will I ever see him again? Da, ich hab dir eh schon geholfen, wenn nicht so.
Okay, muss also unbedingt den Bösewicht besiegen, nur dann können wir wieder alle zurückbringen. Boah, fette Erfahrungspunkte. Nachricht an meine Kollegin Lady Fügische, sie ist eine mächtige Sohn, die Schwester des Königs. Lass uns bitten, dass sie uns helfen kann. Gut. Herzog Ronald, der Waffenmeldung des Königs, ist aus Adem gekommen, seine Hilfe anzubieten. Vielleicht kann er dir helfen, obwohl er etwas durchknallt ist. Er ist in der Nähe des Rathauses. Eigentlich sollte er Bürgermeisterin Gummel treffen, aber die ist ja jetzt auch verschwunden. Oh je, das ist bald verschwunden. Okay. Sogar weggezaubert. Wo ist er? Der Herzog Rinaldo. No, just kill me now. Oh, töte mich doch einfach. Was habe ich getan? Was? Ich bin ein Trottel. Lol, was geht mit denen? Halt die durchhalten. Sollte ins einst eisige Schlottergrader verbannt werden und man sollte mir alle meine Titel nehmen oder gleich an hungrige Malux verfüttert werden oder noch Schlimmeres. Was hast du gemacht? Eine Verliebtheit ist mit mir durchgegangen, nicht schon wieder. Wen interessiert? Er will, dass ich ihm... Weißt, es ist die ärgste Krise da, aber er will was saufen. Das ist eine tolle Unterstützung. What you thirsty for? Danke. An idiot stands before you. Me. Ich habe gerade damit gekauft. Flasche senken mit. An idiot stands before you. Me. What? Habe ich irgendwas falsch gemacht? What you thirsty for? Das ist so Platsch und Tratsch. Also ganz. Ich will einfach jetzt endlich. Will da endlich den Gegner besiegen, damit die Stadt wieder in Ordnung ist. An idiot stands before you. Me! Du, level up. Königlich erhält für fast jeden Pferdefest. Okay, wen interessiert's? Es gibt eine Temperatur, auf die ich ja noch. Gott, ich will das ja gar nicht wissen. Ich will ja. Okay, dort sind jetzt auch irgendwie alle weg mit dem Bösewicht. Das sind wunderbar. Wirst du das den Bösewicht nun konfrontieren? Ja, werde ich. Schau deine Notizen durch und folge dem Fakten, konfrontiere den Bösewicht. Du bist wirklich ein Held. Ja, du anscheinend nicht. Eher mit der Natur. Quest. Wenn ich denke, dass Hugo der Böse ist, dann sollte ich ihn an den Negris zu werden und sagen, wenn ich glaube, dass Roda für die verschwundenen Leute verantwortlich ist, dann sollte ich sie beim Esther anwesen und Dagon schon kommen. Wenn ich glaube, dass Donalda für all das verantwortlich ist, dann sollte ich sie im unterirdischen Geheimraum und überfallenen Scheinen Dagon schon kompetieren. Das kann vor allem von dann nicht zum Beten Opfergarten Dagon schon. Also ich glaube, dass der Donalda ist, ganz ehrlich. Und das, was die Hexe gesagt hat, die hat Zauberpower. Ich gehe nur da schnell runter, weil ich gleich die Quest mitmache. Hallo Otto. Hallo, quick man. Kiva well? Besuchstein auch. Den habe ich gerne. Der ist nämlich cool, da kann man schon frühzeitig zu einer Insel reisen, wo es viele Sachen zum Abbauen gibt. Für schon ganz nette Stufen, auch für niedrige, also alles quer gemischt. Und es gibt aber keine Monster, also du kannst in Ruhe abbauen. Tolle Sache für einen Anfang. Kann ich in Ruhe mal benutzen. Aber jetzt, so, wo gehen wir jetzt? Ich würde sagen, wir gehen zu Donalda. Ich glaube, dass sie da. Wenn nicht, müssen wir halt die anderen auch abkapern. Oder abklappern.
So, dann schauen wir mal da runter. Clementine de Cleanze. Interessant. Sollte da nicht die Donalda sein? Well, I certainly wasn't expecting any visitors here. What an unpleasant annoyance this is. Like a pesky ant at a sumptuous picnic. Oh, ist nicht and such an amusing little ant. Don't be ridiculous. All of my possessions are of the utmost finery. There is nothing of mine that you could possibly possess, you bedraggled-looking thing. Also sie ist sehr deutlich. Ich habe da viel zu viel von ihr jetzt gesammelt. How I detest the theater. Ja, wichtig, well, of course it wasn't enough. The moment I touched Malak's broken chalice, I felt a surge of such tremendous... not just energy, but... Indeed. And with it, I will be made whole. I will unleash the shadow years again and lord over a wonderfully nightmarish new seven realms. Now then, I just need to do a little ant squashing first. Poor that, idiot. As we say in the theater, is your cue. Die Care to take a spin with me? Die redet mir zu viel. Die braucht nur zweite Hälfte vom Kelch von dem Malk und dann wird sie irgendwie so die ärgste Schattenherrschaftsmeisterin und jetzt will sie mich einfach niederringen und fordert mich zum Duell. Aber ich werde sie natürlich besiegen. Wonderful. So, I suggest we adjourn to a far more spacious arena than this. I invite you to my inner sanctum, little ant, for a battle you will sadly not be returning from. Dass sie mich da an das you Ameise want a bezweifelt. Monster? Then it is with Donalda you shall dance. Okay, sie beamt mich jetzt zu ihrem inneren Sanktum. Okay. Was ist denn das? So, was kommt mit ihm? Das, so sieht es in Wirklichkeit aus. Na, sehr schön, wunderschön. Hau mal alles rein, was geht. Die Alt ganz schön was aus, die gute. Eine Explosion. Komme ich auf irgendwas? Keine Items. Schade. Wo muss ich jetzt hin? Okay. Komme ich gleich nach Sommersenke. Vorteil. Ui, hier fallen Rosen. Und alles sieht wieder gut aus, alle sind wieder da. Oh, da habe ich den Tag nochmal gerettet. Hallo, wie überall die Rosen regnen. Bürgermeisterin Gummel, da ist sie wieder da. Die gute alte Gummel. There's the hero! Ja, ich hab's gerettet. Ja, jetzt wissen es natürlich wieder alle, wie was waren.
Okay, ich soll jetzt ins Schloss Ard entkommen und den zerbrochenen Hälfte des Kelchs übergeben. Na gut. Die freuen sich schon darauf, einen tapferen Helden kennenzulernen. Na, das machen wir natürlich gerne. Ergebenste Lady Philippa. Immerhin. Besondere Runge, mit der du schnell nach Ard ins Schloss reisen kannst. Oder du kannst sie aussparen und das Boot aus dem Ringelblumen haben. Ganz wie du willst. Cool. Ja, bring mich ins Anschluss. Können wir eigentlich machen. Cool. Schließen wir diese Quest mal ab. Ah, the great hero has arrived at last to our fair castle. Der große Held ist endlich in unserem bescheidenen Schloss angekommen. Jups. Hast du das Objekt dabei? Jups. Da bekomme ich feine Geschenke. Und ein Level Up. Wunderschön. Also waren die Gerüchte wahr? Die sind schlechte Nachrichten. Ja, aber ich habe eh alles geregelt. Keine Sorge. Der Kelch muss sofort zur Sturmfeste weggeschickt werden. Ich habe dort Freunde. Okay. Okay, sie will gleich, dass ich ihr helfe. Im westlichen Flügel des Schlosses lebt Tomul. Er ist bekannt als einer der besten Gattungen des ganzen Reiches. Ich kann zwar den Weg zum Zauber in die Sturmfeste, aber vielleicht solltest du trotzdem noch einmal Tomul nach der sichersten Route befragen. Und vor allem, wenn man daran denkt, was wir Wichtiges transportieren. Na gut, das werden wir doch erledigen. Und Ahorn scheitert. Keep an eye out! Halt die Augen offen, aber willkommen im Schloss von Arden. Ich bin gekommen, um die sieben Reichen zu helfen. Mein Held. Bist du heldenhaft, mutig und stark genug, um gegen das Böse anzureden? Sicher. Ausgezeichnet. Warum fängst du nicht damit an, dich mit dem Hauptproblem vertraut zu machen? Am Ende der Halle ist die Halle der beiden Zauberer-Zwillinge. Okay. Dem besuche Akram, frag sie über ein paar Dinge aus. Frag sie zum Beispiel nach Malak, den ältesten Posten, ältesten Ausrüstung und so weiter. Dann machen wir doch. Aber vorher werden wir mal das Level Up machen. Sehr schön. Und Items bekommen. Was haben wir da bekommen? Einen ziemlich starken Hut. Da müssen wir gleich gnomifizieren. Gibt es nichts dagegen zu sagen? Warte mal. Gut. Gut. Ja, ich will sogar, dass er so aussieht. Schaut nämlich echt cool aus. Beide Sachen. Gefällt mir. Das sind eigentlich beide Sachen. Überstoß drin und erhöht den. Okay, alles gut. Ha, cooler Jägerhut. Gefällt mir. Dann haben wir da Stiefel, die viel stärker sind. Bist du wahnsinnig? Müssen wir gleich nochmal. Nebenbei noch einen kleinen Bonus abgeholt. So, wer mit den Stiefeln? Vielleicht sollte man da auch ein bisschen das Aussehen wieder ändern. Nicht, probieren wir mal dass nicht komplett grün sind. 2-2, ist egal. Ja, was jetzt so ist. Naja, sind die schon irgendwie komisch aus zu dem ganzen Gewand. Vielleicht muss ich da mal schwarze Stiefel oder sowas probieren. Aber schon cooler Jägersmann. Was habe ich da noch? Geschenk aus Sommersenke. Ein Päckchen, das ein paar wertvolle Gegenstände enthält. Wuttrank. Ein seltener Trank, von dem man nur Mittel von Wut erfüllt. Ursachst du mit Talenten und Zaun dolden Schaden. Boah, sehr stark. Dorfbewohner Erfahrungstrank, super. Bounty Hunt, das mag ist cool. Okay, da kriegt man Erfahrungspunkte mehr und noch andere Sachen. Also, die sollte man auf jeden Fall aufheben. Reparaturglowi.
Alfreds Ausrüstung ist cool. Da kann man jederzeit auch irgendwo in der Pampa einfach verkaufen, weil plötzlich ist der da und du kannst alles verkaufen. Sachen können wir immer auch kaufen. Oh, einen starken Bogen, einen krummer Bogen des Bieder-Titan. Wow. Müssen wir nochmal gnomifizieren. Einmal beim Style, das schaut schon sehr cool aus. 27, okay, das ist besser. 72, das ist besser. 7, okay, das ist gleich. Und wir holen den. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Ziemliche Upgrades, muss ich sagen. Beeindruckende Halle auch hier da im Schloss Sarin. Ich würde sagen, wir holen uns da nur diesen Teleporter. Nochmal schnell Erfahrungspunkte gecheckt und Teleporter klar gemacht. Ja, und da würde ich sagen, ist ein guter Zeitpunkt, um vielleicht die Episode zu beenden, damit wir dann bei der nächsten Episode mit Schloss Ardent und der Stadt Ardent weitermachen können. Weil jetzt sind wir eigentlich im wirklichen Hauptspiel dann angelangt, wo man sich frei bewegen kann. Das freue ich mich jetzt schon sehr. Bis denn, hoffe, hat Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, baba.